Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Nein, ich möchte mein Abenteuer nicht speichern. So, und wir fahren dann einfach mal mit der Story fort. Diesen Felsvorsprung nennt man Tohaido-Klippe. Tohaido-Klippe? Ja, ich denke, der Name kommt daher, dass die Klippe die Form eines Pokémon mit dem Namen Tohaido hat. Soweit ich sehe, scheint nichts Ungewöhnliches zu sein. Es ist hier unten. Hier habe ich gelebt, bevor ich der Gilde beigetreten bin. Nur zu, geht hinein. Cool. Das ist voll cool, dieser Ort. Ich verstehe. Das ist ein Hohlraum auf der Vorderseite der Klippe. Puh, ich bin froh, dass niemand diesen Ort hier verschandelt hat. Das zeigt, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Ort auf sich zieht. Es wäre vielleicht besser, wenn wir fürs Erste hier bleiben würden. Abgemacht. Oh, wartet mal, Leute. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme pausieren, da das Telefon gerade geht. Wir sehen uns gleich wieder. So, und weiter geht's. Moment, ich muss eben wieder in den Bildschirm klicken. Aber Sarah. Ich habe niemals erwartet, dass du wirklich Sarah bist. Reptane, kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, Sarah und ich, wir haben zusammen die Lähmung des Planeten untersucht. Ein Pokémon und ein Mensch? Zusammen als Team? Ja doch. Und Sarah hatte oder hat eine spezielle Fähigkeit, die niemand sonst besitzt. Wir haben uns auf diese Fähigkeit verlassen, um die Lähmung des Planeten zu untersuchen. Sie spielte eine wichtige Rolle. Wenn du von einer besonderen Fähigkeit sprichst, meinst du damit etwa den dimensionalen Schrei? Exakt. Aber der dimensionale Schrei hat einen Nachteil. Der dimensionale Schrei verlangt die Anwesenheit eines Partners, dem man vertraut. Ohne diesen Partner kann diese Fähigkeit nicht ausgelöst werden. Ein Partner, dem man vertraut? Darum arbeiten wir zusammen. Der dimensionale Schrei wird durch Dinge ausgelöst, die eine Verbindung zu den Verstecken der Zahnräder der Zeit haben. Wir mussten herausfinden, wo sich die Zahnräder der Zeit in der Vergangenheit befanden. Das konnten wir nur mit Hilfe des dimensionalen Schreis. Warte mal eine Sekunde. Du sagtest, dass man für den dimensionalen Schrei einen Partner dabei haben muss, dem man vertraut. Aber der dimensionale Schrei kam schon, als wir uns erst seit kurzem kannten. Ja, und? Zeigt das denn nicht, wie groß das Vertrauen zwischen euch von Anfang an war? Und wenn du es so ausdrückst? Das macht mich jetzt ein bisschen verlegen. Dazu hat Sarah noch einen Gedächtnisverlust erlitten. Du, Alex, warst von Anfang an für deinen Partner da. Vielleicht wuchs das Vertrauen von Sarah in dich deshalb so schnell. Oh, es gibt da noch etwas, das ich nicht verstehe. Wird der dimensionale Schrei nur in Verbindung mit den Zahnrädern der Zeit ausgelöst? Richtig. Dementsprechend wird der dimensionale Schrei nicht an Orten ohne Verbindung zu Zahnrädern der Zeit ausgelöst. Hm, wirklich? So habe ich das nicht in Erinnerung. Hör mal, Sarah, erinnerst du dich, dass er auch von Traumato ausgelöst wurde? Und bei der ersten Erkundung? Und es gab andere Male. Wir sind an Orten gewesen, die nichts mit den Zahnrädern der Zeit zu haben schienen. Aber auch an solchen Orten wurde der dimensionale Schrei manchmal ausgelöst, oder nicht? Bist du sicher? Aber das ist niemals in der Zukunft geschehen. Der dimensionale Schrei wurde sicher niemals an Orten ausgelöst, die nicht in Verbindung zu den Zahnrädern der Zeit standen. Nun, wenn das stimmt, kann ich mir nicht erklären, warum er hier anders funktionieren sollte. Vielleicht sind die Dinge in dieser Welt einfach anders. Vielleicht funktioniert der dimensionale Schrei in der Vergangenheit einfach anders. In der Zukunft funktioniert der dimensionale Schrei also nicht an Orten, die nicht in Verbindung zu Zahnrädern der Zeit stehen. Oh, das erklärt es. Vielleicht erklärt das wirklich dieses eine Mal, als wir in der Zukunft waren. Dein dimensionaler Schrei! Setze deinen dimensionalen Schrei ein, Sarah. Berühre dieses erstarrte Wasser. Wer weiß, vielleicht siehst du eher etwas. Oh, ich verstehe, das stimmt. Ein Versuch ist es wert. Wenn ich das erstarrte Wasser berühre, dann erfahren wir vielleicht etwas darüber, was hier geschieht. Wir dürfen nicht trödeln, diese Zubiris holen uns sonst ein. Mach schnell!
Sarah berührt den erstarrten Wasserfall. Und Sarah, kannst du etwas sehen? Nein, ich sehe nichts. Vielleicht konnte ich nichts vor meinem geistigen Auge sehen, als wir in der Zukunft waren, weil wir nicht an einem Ort waren, der eine Verbindung zu den Zahnrädern der Zeit hatte. Vielleicht funktioniert deshalb mein dimensionaler Schrei nicht. Und vielleicht sagt Reptane die Wahrheit, wenn er behauptet, Zukunft und Vergangenheit seien verschieden. Oder verschieden genug, um meinen dimensionalen Schrei unterschiedlich funktionieren zu lassen. Wie dem auch sei. Wie ich schon oft sagte, wir haben die Lähmung des Planeten untersucht. Dazu setzten wir den dimensionalen Schrei ein. So bestimmten wir die Standorte der Zahnräder der Zeit in eurer Welt, als wir noch in der Zukunft waren. Das ist es. Hier. Hier ist ein Zahnrad der Zeit. Ich verstehe. Setze den Meliorstein in das Herz von Grodon. Das löst den Nebel auf. Sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Partner. Erst ermittelten wir, wo sich die Zahnräder der Zeit in der Vergangenheit befinden würden. Dann nahmen wir den Zeittunnel. Der brachte uns aus unserer Welt, also deiner Zukunft, in diese Welt. Allerdings... Bist du in Ordnung? Nein, nicht aufgeben. Nur noch ein bisschen. Komm schon, halte durch. Nein, ich kann nicht mehr. Wow. Es gab Turbulenzen während unserer Reise durch die Zeit. Deswegen wurden Sarah und ich getrennt. Aus irgendeinem Grund verlor Sarah das Gedächtnis und verwandelte sich in ein Pokémon. Ich kann nur vermuten, dass das etwas mit unserem Unfall während der Zeitreise zu tun hatte. Ich bin aus der Zukunft gekommen. Und nicht nur das, ich bin mit der Mission hergekommen, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich weiß nicht, es fühlt sich so fremd an. Es erscheint mir irgendwie nicht real. Also, Sarah, du magst dich vielleicht an nichts erinnern, aber du warst mein engster Freund. Ich habe mir Sorgen gemacht, als wir getrennt wurden. Ich bin froh, dass ich dich wohlbehalten sehe. Deine Erscheinung mag sich verändert haben, und trotz deines verlorenen Gedächtnisses bist du noch ganz du selbst. Und nichts ändert etwas an der Tatsache, dass wir Freunde sind. Oh, Sarah, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Okay, wir müssen über unser weiteres Vorgehen entscheiden. Wie ich bereits sagte, ich werde wieder Zahnräder der Zeit sammeln. Was habt ihr denn vor? Ich bin etwas besorgt darüber, dass die Zeit in Regionen stillsteht, denen das Zahnrad der Zeit genommen wurde. Aber du bist sicher, dass das nur zeitweilig ist? Ganz sicher. Man muss nur die Zahnräder der Zeit wieder in den Zeitturm einsetzen. Dann kehrt die Zeit überall in ihren normalen Zustand zurück. Na dann? Dann gehen wir auch. Wir gehen mit dir, Reptane. Wenn ein Zahnrad der Zeit weggenommen wird, wird das negative Folgen für die Pokémon in jener Gegend haben. Aber wir müssen die Lähmung des Planeten verhindern. Na gut, wir gehen zusammen. Aber es ist spät am Abend. Außerdem sind wir von der ganzen Lauferei ziemlich erschöpft. Wir sollten uns heute Abend ausruhen. Morgen früh ziehen wir los. Hui, ganz schön viel Story. Nein, ich speichere ab jetzt mein Abenteuer wieder nicht. Alex ist nicht hier. Vielleicht draußen? Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Ja, ich grüble. Denkst du an Zwirfinst? Nein, das ist es nicht. Sicher herauszufinden, an der Nase herumgeführt worden zu sein, ist schon ein Schock. Aber nachdem ich deine Geschichte gehört habe, Reptane, da wurde mir klar, dass Zwirfinst mit dem, was er in der Zukunft sagte, wirklich recht hatte. Und es ließ mich verstehen, dass Sarah wirklich aus der Zukunft kommt. Über solche Sachen habe ich nachgegrübelt. Hey, sieh mal, Reptane. Sonnenschein. Die Sonne geht auf. Es ist schön, nicht wahr? Ja. Vielleicht umso mehr, weil wir so lange in der Zukunft waren. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Sonnenaufgang einem so die Lebensgeister zurückbringen könnte. Die Sonne geht auf und wieder unter. Das halten wir für selbstverständlich und das ist nur natürlich. Aber selbstverständliche Dinge,
Das sind wirklich die allerwichtigsten Dinge und sie sind so kostbar. Alles, was ich je gekannt hatte, war die Welt der Dunkelheit in der Zukunft. Als ich in diese Welt kam und zum ersten Mal die Sonne sah, es war überwältigend. Sie zu sehen, bestärkte mich in dem Entschluss, die Geschichte vor einer finsteren Zukunft zu bewahren. Ich möchte dich gerne etwas fragen, Alex. Es geht um diese Zeit in der Zukunft. Als wir von Dialga gestellt wurden. Offen gesagt, waren wir in einer aussichtslosen Lage, völlig ohne Hoffnung. Rückblick. Wir werden euch für immer los sein. Das ist das Ende für euch. Wehehe. Uff. Hey, Sarah, Reptain. Ihr könnt nicht aufgeben. Pah, nicht aufgeben, sagst du. Aber was können wir in dieser trostlosen Situation denn tun? Wir müssen nachdenken. Aber als alles verloren schien, da hast du dich geweigert aufzugeben. Sogar ich hatte schon aufgegeben. Was hat dich angetrieben? Wie hast du es geschafft? Wie konntest du so stark bleiben? Nun, das frage ich mich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht war es, weil Sarah mir beigestanden hat. Sarah? Sieh dir das mal an. Was könnte es sein? Da ist ein seltsames Muster darauf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dieses Muster ist neu für mich. Das ist mein Reliqufragment. Mein persönlicher Schatz. Ich habe den Traum, eines Tages hinter das Rätsel dieses Fragments zu kommen. Aber ich war so ein Feigling. Ich konnte nicht mal genug Mut aufbringen, um als Lehrling bei der Gilde anzufangen. Genau in diesem Moment traf ich Sarah. Sarah. Nun, in Ordnung. Ich vertraue dir, Sarah. Ja, ich glaube fest an dich, Sarah. Ja, Sarah war immer da, um mich aufzubauen. Und... Oh, das ist unheimlich. Aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht aufgeben, Sarah. Das hat mir immer Mut gemacht. Mit Sarah fühlte ich mich jeder Herausforderung gewachsen. So fühlte ich nach einiger Zeit. Vielleicht war das der Grund, an dem ich weitermachen konnte, ohne aufzugeben. Achso, aus dem ich weitermachen konnte. Alles klar. Ich verstehe, was du meinst, denke ich. Ja, Sarah hat eine besondere Eigenschaft, die andere so empfinden lässt. Genauso wie mir Sarah als Freund im Herzen liegt, so empfindest du, Alex, auch für Sarah. Sarah ist ein Glückspilz. Ein Glückspilz, einen Freund wie dich zu haben. Der Morgen ist da. Wir sollten bald aufbrechen. Ja. Oh, diese Geschichte ist so schön. Alles klar. Wir sind uns einig, dass wir alle Zahnräder der Zeit einsammeln. Als erstes müssen wir entscheiden, welches Zahnrad der Zeit wir zuerst ins Visier nehmen. Sehen wir uns mal die Wunderkarte an. Von hier aus? Nun, vermutlich liegt der Untergrund sehr am nächsten... Oh nee, ich will da nicht schon wieder hin. Wie wäre es denn mit dem Schemengehölz? Dort habe ich damals mein erstes Zahnrad der Zeit bekommen. Wo liegt das? Hier. Es ist etwas weit von hier, aber dort passt niemand wie Selfe auf das Zahnrad der Zeit auf. Oh, super. Wenn wir jemanden wegen eines Zahnrads der Zeit bekämpfen müssen, könnte das Aufmerksamkeit erregen. Aber hier wäre das kein Problem, oder? Genau. Das ist dann geklärt. Dahin werden wir gehen. Auf zum Schemengehölz. Das ist er. Das ist der Eingang zum Schemengehölz. Oh! Was ist mit dir, Reptain? Es liegt anders als damals irgendwas in der Luft. Nein, das bilde ich mir nur ein. Wir gehen rein, wenn ihr bereit seid. Ganz schön viel zu lesen zwischendurch. Also ich glaube, mein Mund ist gerade schon ganz trocken geworden vom vielen Lesen und so. Okay, ich würde sagen, es lohnt sich allerdings nicht, wenn wir jetzt da reingehen, da der Part in 30 Sekunden oder 40 Sekunden, ach, 20 Sekunden, sorry, Mathe war noch nie meine Stärke, vorbei ist. Und deswegen würde ich sagen, beende ich den Part jetzt erstmal an dieser Stelle und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja, auch wenn dieser Part jetzt wieder sehr, sehr storylastig war, hoffe ich, dass es jetzt bald wieder
ja, spannender wird und wobei ich die Story ja auch eigentlich mit am spannendsten finde von dem Spiel. Naja, okay. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dahin, haut rein, Leute!